Wir beginnen im Swastikasana, wo die Beine etwas enger geschlossen, die Füße eher bei den Knien sind und sind kurz etwas aktiver, um im Swastikasana diesen besonderen Effekt im Unterschied zu zum Beispiel Siddhasana, wo wir dann die Füße verknoten und die Leisten sehr stark öffnen. Jetzt hier im Swastikasana die Leisten in dem Sinne natürlich nicht schließen, aber doch eine Verdichtung, eine Zentrierung. Swastikasana ist dem Padmasana am nächsten, so von den Haltungen, wo man von den Leisten her nach innen eine tiefe Beweglichkeit oder Beweglichkeit in die Tiefe ist notwendig, die Leisten nach innen bringt, die Außenhüften kompakt macht. Und dafür bringen wir heute erstmal die Hände mit den Handinnenflächen zum Boden, Innenachseln, von der Brustmuskulatur her der Zug, Innenachseln hoch. Und wenn das steht, Ellbogen sind leicht minimal gebeugt. Dann bleiben die Oberarme kräftig ausgedreht. Wir haben diesen Impuls, die Daumenseite drückt nach runter, Innenarm dreht auf, oben, Daumenseite runter, Innen-Außenrotation. Und wenn das kommt, wenn du merkst, aha, ich kann jetzt vom Oberarm hoch an der Achsel alles, was in Richtung Außenrotation kommt, wahrnehmen, Innenseite zieht nach oben. Vielleicht die Schulterblätter ziehen etwas mehr an die Rippen dadurch, weil wir haben diesen Widerhalt, Daumen gegen die Knie. Dann bleib in diesem Spannungszustand, wenn die Handinnenflächen aufdrehen und beobachte mal dieses Verschrauben. Theoretisch gesprochen haben wir oben im Oberarm bis zur Innenachse hin Außenrotation. Der Unterarm möchte immer noch eindrehen, so wie eben der Daumen Richtung Knie gedrückt hat. Es ist immer noch dieser Widerhalt, wo im Ellbogenbereich vielleicht auch eine gewisse Stabilität entsteht. Es dreht nicht einfach alles aus, sondern wir halten diesen Widerstand und dann dreht nochmal die Hand aus. Unterarm dreht ein. Dieses zweifache Wringen gibt eine ganz gute Griffigkeit in der Schulter. Und wenn das am Anfang erstmal theoretisch ist, also man kommt da nicht so rein, dann mach es ruhig für dich, auch unabhängig von dieser Stunde ein paar Mal, dass die Daumen hier nach unten drücken, Hand geht in die Innenrotation, Innenachseln hoch, Oberarme drehen aus. Aber die Ellbogen gehen nicht mit, geben nicht nach. Und wenn dann der Arm eine gewisse Spannung entwickelt, bleib in der Spannung. Und der letzte Schritt ist erst in dieser spiraligen Bewegung, strecken die Arme aus, während die Innenachseln noch weiter nach oben ziehen. Dann das Mudra, Zeigefinger, Daumen zueinander. Das kann sogar recht anstrengend werden im ersten Moment. Und für die Hüften suchen wir den Kontakt der Fußaußenkanten. Im Iyengar-Yoga sieht man manchmal ganz davon ab, die Außenkanten zu hart zu arbeiten, hart zu stark zu arbeiten im Swastikasana, weil die Leisten nicht hart werden sollen. Aber diese Übung, Außenkanten, Magnete unter dem Boden, ist eigentlich sehr schön, um die Außenhüften zu spüren, um diesen stabilisierenden Aspekt kennenzulernen. Das zieht vom Gesäß her übertrieben, da haben manchmal die Gurt ums Gesäß, dieses Spreizen vom Gesäß her nach außen und hoch. Nach außen hoch und dann ist es ein Abtauchen, dass die Innenleisten runtergehen. Und wenn du einen Moment mit deiner Aufmerksamkeit dann auch in den Füßen bist, Außenkanten, Magnete unter den Außenkanten, schaust, wie wirkt sich das in den Hüften aus, dem vielleicht etwas nachhilfst. Das heißt, Außenkanten gehen runter in den Boden und auch mental das Gesäß nochmal im Fokus spreize, sodass die Bewegung auch muskulär. Die Absicht ist spreizen, der Muskel folgt dieser Absicht. Auch das ist eine Frage der Übung.
Dann lass die Füße los, entspanne die Füße, halte den Brustraum gehoben und nach und nach, wenn die Augen noch geöffnet sind, schließe die Augen und nimm wahr die Aufrichtung tief innen im Rumpf. Vielleicht diese Spirale, für die Geübten, die jetzt so mit den Handtellern und Fußsohlen viel gearbeitet haben, das schon so kennen, öffne von den Handtellern und schau mal, ob diese Spirale in den Armen dadurch aktiviert werden kann. Oberarme drehen aus, Ellbogen halten dagegen, bleiben zu den Seiten etwas weggespreizt. Hände drehen aus. So wie eine Form, die du jetzt mit diesen Spannungsfeldern vorbereitet hast, entspanne in diese Form hinein. Wenn die Arme langsam etwas nachgeben, entspannen, bleib aber dennoch in der Aufrichtung, beobachte. Entspanne den Kehlkopfbereich weich und breit. Lass die Kehle zurücksinken, nach hinten. Die Augen lass zurücksinken Richtung Hinterkopf und abwärts in den Herzraum entspannen. Gesichtshaut weich, entspannen. Nimm den Atem wahr. Wahr die Aus- und Einatmung. Dann langsam löse die Haltung, strecke die Beine aus, bleib einfach sitzen, ich zeige es dir von der Seite. Und bring die Handflächen noch einmal hinter dich zum Boden, auf die Decke. Spreiz die Handteller, beobachte den Schultergürtel, ob er reagiert, ob es in der Schulter reagiert. Außenrotation. Der Oberarm. Handteller spreizen, Oberarme drehen aus. Und dann löse. Wir brauchen einen Gurt. Wenn wir jetzt erstmal zum Stehen kommen und zwei, drei Übungen mit dem Gurt im Stehen machen. Und zwar bringen wir den Gurt erst etwas weiter als Schulterbreite um den Unterarm. Nicht um den Ellbogen, was wir auch öfter machen, sondern jetzt um den Unterarm. Die Füße sind großzügig hüftbreit. Vielleicht ein bisschen breiter sein. So der dickste Teil des Muskels, also kurz hinter dem Ellbogen. Nicht auf dem Ellbogen, aber hinter dem Ellbogen am Unterarm. Und jetzt hier noch einmal, wenn wir die Arme so etwas gegen den Gurt drücken, spreize die Handteller. Und beobachte, wenn die Arme gegen den Gurt drücken, die Handteller zwei, dreimal spreizen, kommt das da oben in der Schulter an?
Bringt es eine Aktion, den Rücken runter bis zu den Hüften? Wenn das noch ganz neu ist, das Spreizen der Handteller, dann schau mal, wenn die Schulterblätter nach unten ziehen zu den Hüften und als zöge jemand an den Fingerspitzen dir die Arme nach vorne, aber du bleibst ganz gut in deiner Achse stehen. Handteller spreizen und dann alle den Gurt drück auseinander. Und jetzt gehen wir in die Füße. Wir spreizen die Fußsohlen, dehnen die Fußsohlen, wie so in zwei große Rechtecke. Und dieses Spreizen und Dehnen der Fußsohlen läuft weiter, wenn wir den Gurt jetzt nicht nur auseinander drücken, sondern auch nach oben schieben. Und da kannst du unten vom Beckenkamm her mit nach oben gehen lassen. Drück den Gurt auseinander, schieb den ganzen Rücken mit nach oben, spreize. Und hier, wenn du hochgekommen bist, langsam mit Spannung die Arme wieder zurück. Fußsohlen spreize, Handteller spreize. In jedem Fall halte den Gurt auseinander gedrückt und schieb den Gurt nach oben, raus aus dem Becken. Und dann schon wieder zurück. Die letzte Runde, Fußsohlen. Dehne die Fußsohlen in so zwei große Rechtecke, dehne sie hinein. So ein richtiges Ausfüllen der Rechtecke gefühlt. Es darf Spannung geben in den Füßen, wenn du den Gurt nach oben drückst. Und schon wieder zurückdrückst. Dann nimm den Gurt kurz zur Seite. Bring die Füße etwas enger und wenn wir jetzt mit den Armen schwingen, lassen wir die Arme einfach fallen. Es ist so ein Fallen, wo die Schwerkraft die Dynamik bestimmt und die Knie können so ganz leicht wippen. Mit jedem Schwung, mit jedem Fallen, die Knie fallen nach vorne in den Raum. Und achte darauf, dass der Schwung aus der Schwerkraft herauskommt. Das heißt, dass du da nicht zu viel tust. Ein kleiner Impuls und der Rest, der entsteht einfach nur aus dem Schwung plus Schwerkraft. Denn wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen, ist das Schwingen über die Seite, der Arm geht hoch, in der Mitte öffnen, schließen. Seite öffnet, über oben, Mitte, Mitte. Der Arm, der hinten ist, macht einen ganz großen Bogen. So ein bisschen, wenn du es vielleicht vom Kraulen her kennst, vom Schwimmen. So ein Riesenbogen. Und der hintere Arm, du kannst gerne weiter schwimmen, der hintere Arm nimmt diese gesamte Struktur vom Beckenkamm her mit nach oben. Wenn der hintere Arm hoch und nach vorne schwingt, zieht es diese ganze Rückenseite mit auf und in die Höhe. Ups. Bambus. Achte mal auf diese gesamte Strecke vom Gesäß bis zur Schulter, wenn es von der Seite zurückkommt nach vorne. Der hintere Arm über oben fällt und nimmt im Schwung nach oben den ganzen Rücken mit hoch. Der Rücken fällt quasi auch nach oben und dann ins Zentrum. Dann noch einmal deine zweite Seite. Und einen Moment, lass die Arme hängen, Knie etwas gebeugt, jetzt noch enger, so Sitzbeine etwa. Noch einmal spreiz die Fußsohlen, dehn die Fußsohlen, in große Rechtecke. Und das ist eher, wenn du diesen Fuß so spreizt, es ist eine kräftigende Bewegung. Es ist eher auch eine kompakt machende Bewegung, obwohl der Fuß sich ausdehnt. Sollte früher oder später auch deine Beine und das Becken mit erreichen. Jetzt verlängere die Arme über unten, bring sie zu den Seiten, Schultern bleiben tief, spreiz die Arme, Oberarmrückseite durch die kleinen Finger, Knie leicht gebeugt, spreiz die Arme und wenn die Beine tiefer beugen, Fußsohlen. Dehn die Fußsohlen, spreiz den Rücken. Wenn jetzt die Beine langsam strecken, stoß die Ferse nach unten, nimm das Steißbein mit nach unten. Arme spreizen. Arme spreizen, Fersen verlängern jetzt durch den Boden tief nach unten.
Wiederholen wir nochmal, wenn die Knie beugen, die Knie gehen nach vorne in den Raum, dann finde schon diese Fersen, zwei Magneten unter den Fersen. Diese Magnete helfen dieses Bild, Fersen runter, Arme spreizen, Kleinfingerseite, breite Flügel. Und letztes Mal, wenn die Knie beugen, Fußsohlen, öffne die Fußsohlen, dehnen. Dann die Fersen nach unten, Magneten unter den Fersen und spreiz die Armrückseiten durch die kleinen Finger. Arme spreizen vermehrt, wenn die Beine ganz strecken, Fersen nach unten. Kannst du den Rücken mitspreizen, wenn die Fersen nach unten dehnen, Kleinfingerseite auseinander. Und löse. Jetzt machen wir noch eines mit dem Gurt. Und zwar, wenn wir jetzt, ich zeige es mal von der Seite, die Füße so breit aufstellen, wie die Matte breit ist. Fußaußenkanten mit der Mattenkante abschließen. Ist die erste Bewegung in den Füßen. Wir schauen wieder, diese Fußsohle zu öffnen, zu dehnen. Und dann haben wir mehr die Außenkante. Mittelfuß, Außenferse, Magneten unter den Außenfüßen. Und wenn das dann das Becken anspannt, zieh die Innenoberschenkel hoch. Außenfersen runter, das ist die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit Innenoberschenkel, Bewegungsrichtung hoch. Dein Fokus ist ganz in diesem Zusammenspiel. Außenkanten runter, Innenoberschenkel hoch. Und wenn es hochgeht, darf es durch den Bauch hochgehen. Wenn die Außenkanten nach unten gezogen werden, darf es die gesamte Rückseite mitarbeiten. Magneten unter den Außenkanten, wenn das hilft, ziehen runter. Die Außenkanten werden reingezogen, Innenoberschenkel. Ein Strom nach oben. Das ist so ein bisschen die Basis, wenn dann der Gurt so um die Handgelenk einerseits, Außenhand, Innenhand, zwischen Zeigefinger und Daumen. Da fixieren wir den Gurt. Und drücken den Gurt auseinander und hoch. Und die Bewegung ist so, dass die Außenkante und der Innenoberschenkel dich immer wieder in die Aufrichtung verlängern. Die Aufrichtung wird intensiver. Also kein hohles Kreuz, aber die Brust kann öffnen. Wenn diese Bewegung den Gurt hoch und auseinander. Atem fließt. Und wenn du merkst, ja, das geht ganz leicht, so in zwei, drei Stationen kannst du den Gurt jeweils enger machen. Wichtig ist, wenn die Arme über oben gehen, dieses Auseinanderdrücken und nach hinten runterbringen. Kann flüssig sein. Es darf langsamer werden, aber flüssig. Und vor allem, wenn der Gurt, die Arme nach hinten kommen, das Gesäß bleibt drin, kein hohles Kreuz. Und wenn du merkst, nach zwei, drei Mal, es geht noch ein bisschen mehr, dann mach den Gurt noch enger. Du kannst gerne mal an die Grenze gehen und einfach mal schauen, wie weit kann ich diese Bewegung verstärken und wie weit kann ich gehen mit dieser Bewegung, ohne dass ich ins hohle Kreuz ausweichen muss. Aber es darf eine Forderung sein, aber kein Schmerz. Auch hier fließende Bewegung, Außenkante, Fußaußenkante, Atem fließt. Ja, es darf diesen seitlichen Brustraum jetzt richtig schön öffnen und weiten. Ja. Und dann langsam beende. Dann nehmen wir den Gurt beiseite und gehen über den Vierfüßler in eine kleine Sequenz. Nämlich gehen jetzt hier zuerst. Zehen sind noch aufgestellt, Hände unter den Schultern, in das Öffnen der Fuß- und Handsohlen. Wenn ich die Fußsohlen jetzt richtig schön aufdehne, so als würde ich sie in große Rechtecke hinein fließen lassen. Es ist eine
Aktion, die mir die Spannung im Bein verstärkt. Wenn die Fußsohlen jetzt so ganz diffus erstmal in diese Rechtecke hinein öffnen und dehnen. Beobachte, ob die Beinmuskulatur reagiert, ob das Gesäß mit anspannt, vielleicht den Bauch auch zum Rücken zieht. Wenn man das erste Mal macht, ist es erstmal eine Herausforderung, überhaupt die Konzentration zu halten. Dann mach es ein paar Mal. Wie ein Schalter, den du anstellst. Konzentriere dich und Ansage vom Gehirn ans Gewebe. Ausdehnen, ausdehnen. Und dann bleibe aber primär die Verbindung Bauchnabel zum Rücken. Die ist stabil, wenn dann der zweite Teil kommt. Im zweiten Teil, wenn der Arm sich nach oben streckt, die Schultern gehen auseinander, halte das Becken parallel. Das heißt, das Becken verschiebt sich nicht nach hinten. Und du guckst einfach nur, wie weit geht diese Öffnung. Und dann taucht der Arm ab, zieht unten durch, der Kopf legt sich ab, Fußsohlen öffnen, Handteller öffnen und wieder zurück. Sodass du einen Moment in der einen Position bist, Handsohlen, Fußsohlen, dann fließende Bewegung, der Kopf legt sich auf den Boden, Fußsohlen, Handteller. Und wer hier geübter ist, wann immer diese Bewegung unten durchkommt und die Handteller öffnen, schau mal, ob es die Schulterblätter besser an die Rippen zieht. Geh in deinem Rhythmus, wenn es für dich etwas langsamer sein muss, dann sei etwas langsamer. Fließend, aber immer wieder auch ein Ankommen. Wenn ich hier bin, einmal Fußsohlen. Oh, ich merke, das Becken wird schön stabil. Wenn ich unten durchtauche, auch einmal Handteller öffnen. Und ich merke, meine Schultern, ganz schön. Auch dort, wo die Hand auf dem Boden bleibt, dieser Bereich, da geht das Gewicht durch die Schulter in die Hand, wenn ihr die andere Hand unter der Schulter durch abtaucht. Und wenn du zurückkommst, dann bring beide Hände nochmal zum Boden. Dehne beide Handteller, Fußsohlen, Schulterblätter tief. Und wenn du so weit bist, die andere Seite, wenn der Arm nach oben dehnt, Schulterblätter tief im Rücken, Fußsohlen. Und wann immer du so weit bist, wenn du unten durchtauchst, die Hand am Boden, Gewicht aus der Schulter durch die Hand, Handteller öffnen. Und da kannst du am Anfang vielleicht etwas länger bleiben, aber geh in deinem individuellen Tempo, heißt das, schau immer wieder. Braucht der Körper noch den Moment Zeit, bis die Wahrnehmung ganz drin ist, bis die Fußsohlen öffnen? Oder gibt es den Impuls, damit es fließend bleibt, schon weiterzugehen? In jedem Fall immer wieder Handteller, Fußsohlen öffnen. Und auch im Moment wahrnehmend Handteller, Fußsohlen öffnen. Was passiert im Körper? Die Reaktion. Der nächsten Runde langsam komm in den Vierfüßler zurück. Bring die Fußrücken jetzt nach unten zu Abha Mukha Virasana, die großen Zehen nebeneinander. Und wenn das Becken zu den Fersen kommt, Schulterblätter bleiben tief im Rücken, Schulterblätter gehen weit weg und probiere auch hier nochmal das Öffnen, das Dehnen der Handteller. Wirkt sich das aus über den Innenachselbereich, Schulterbereich, in den Rumpf hinein. Wie weit kann das Öffnen der Handteller dich hier erreichen im Schultergürtel und weiter im Rumpf? Und dann lauf mit den Händen weiter vor, aber immer wieder mit dem Öffnen der Handteller. Es ist ein deutliches Spreizen der Schulterblätter. Das ganze, dieser obere Schulterbereich wird auseinander gedehnt, so ein Weiten. So ein wenig im Vergleich, wenn die Arme zu den Seiten ausstrecken. Es ist eine große Bewegung. In der Schulter fühlt es sich nach großer Bewegung an. Es ist wirklich eine Tiefrotation.
Ausdrehen und weiten, spreizen im Schulterwirbel. Ausdrehen der Oberarme, spreizen im Schulterwirbel. Dann komm über den Vierfüßler, Knie, Hüften über die Knie, in den ersten Hund. Ellbogen zeigen dafür zu den Seiten, Oberarme drehen aus, dann komm nach oben. Und achte darauf, dass da so ein Widerstand bleibt, jetzt auch hier, dass die Ellbogen, die Beugen schauen zueinander und der Oberarm dreht weiterhin aus. Und jetzt gehen wir so ein wenig fließend, dass wir über den Rundrücken, Kontraktion, Schulterblätter spreizen. Halte die gespreizten Schulterblätter, Kontraktion und löse langsam auf in eine Planke. Und dann geht der Bauchnabel schon wieder hoch. Und über den Rundrücken löse auf in Adho Mukha Svanasana. Und kaum, dass du dort angekommen bist, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Schulterblätter spreize, den ganzen Schultergürtel spreize, spreize, bevor du dann in die Planke auflöst. Und dann schon wieder Bauchnabel zur Wirbelsäule und zurück. Spreiz die Schulterblätter, da oben im Schultergürtel breit. Letzte Runde, Bauchnabel. Kinn darf sich etwas zum Brustbein, weil Brustbein auch zum Kinn. Spreiz die Schulterblätter. Und dann erst löst auf in diese Planke. Und komm zurück in den Hund. Zwei, drei Atemzüge, streck dich aus, öffne dich im Hund. Und wenn du dann mit den Händen, wenn du mit den Händen zu den Füßen läufst, es können die Knie etwas beugen, aber die Arme lass gestreckt. Und lass die Bewegung durch die Schultern in den Rücken gehen. Gewicht aus den Schultern durch die Hände in den Boden. Gewicht aus den Schultern durch die Hände in den Boden. So komm ins Uttanasana, auch mit gebeugt oder gestreckten Beinen. Und lass zum Schluss auch nochmal Schultern weit weg von den Ohren, das Gewicht aus den Schultern in die Hände, spreiz die Handteller, spreiz den Schultergürtel, Gewicht aus den Schultern durch die Hände, tief in die Erde. Wenn die Füße jetzt relativ leicht werden, wenig Gewicht in den Füßen, Handteller spreizen, kannst du die Fußsohlen öffnen. Und wenn die Fußsohlen dehnen und öffnen, Innenoberschenkel, zieht es die Innenbeine schon hoch? Dann wieder Gewicht aus den Schultern durch die Hände in die Erde. Auf die Weise löse die Fersen in die Luft, ob mit gebeugten Beinen oder gestreckten Beinen, und gib noch einmal das Gewicht ganz ab, aus den Schultern, durch die Hände, öffne die Handteller, lass durchfließen in die Erde. Dann bring die Füße zurück. Lass das Becken hinten, lass die Beine hinten, Schulterblätter tief. Und schau einfach, wie weit kannst du nach vorne laufen. Flanken werden immer länger, das Becken bleibt am Platz. Wenn du an so einem Maximum angekommen bist, öffne Fuß- und Handsohlen. Handteller spreizen, Fußsohlen spreizen. Also diese gedachten Rechtecke hinein, so ein Weiten und Dehnen. Eine Bewegung, die dich in deinem Zentrum, in deinem Rücken strecken sollte, kann. Und dann vielleicht gib etwas nach, aber nur so viel wie sein muss in den Beinen, wenn die Arme dann noch weiter nach vorne laufen. Noch weiter nach vorne. Ein großzügigen Hund mit dem Kopf nach unten. Dann schwing das rechte Bein nach vorn, richte dich auf, lass hinten die Ferse in der Luft. Geh jetzt so in diesem Schwung, diesen großen Schritt, Außenhüfte zum vorderen Innenknie. Gehen wir noch einmal mit dem Schwung, aber jetzt geht's vorne. Bleibe vorne im Oberkörper, parallel zum vorderen Mattenrand. Es geht über außen ganz hoch und Schwung, über außen hoch. Lass fliegen und schau, wie schön können die Arme jetzt in die Weite gehen. Vor allen Dingen da, wo das Bein hinten ist, der Arm geht weit über die Seite hoch. Und nach dem nächsten Mal
Komm zurück in den Hund, Adho Mukha Svanasana. Und schau, wie der Hund jetzt ist in den Schultern. Wie viel kannst du den Schultergürtelbereich spreizen? Schulterblätter breit und an die Rippen. Handteller spreizen. Und dann das andere Bein. Auch hier, lass nochmal hinten die Ferse in der Luft. Das Becken ist gut aufgerichtet. Hüfte, Außenhüfte vom hinteren Bein zum vorderen Innenknie. Außenhüfte, hinteres Bein, vorderes Innenknie. Und wenn du soweit bist und das Schwingen anfällt, ups, über außen geht's hoch, sorry. Lass fliegen. Wenn die hintere Außenhüfte zum vorderen Innenknie kommt, wie viel Stabilität bleibt im Becken, während die Arme sehr viel Freiheit bekommen, die Arme schwingen. Achte darauf, dass die Arme nicht zu weit nach hinten gehen, dass du jetzt nicht zu weit nach hinten fliegst mit den Armen, sondern mehr über die Seite dich ausbreitest. Und nach der nächsten Runde Adho Mukha Svanasana. Und öffne dich nochmal im Mund. Dann geh mit einem Bein nach vorne, dreh dich für Prasarita Padottanasana auf. In diese Grätsche und wenn es braucht, nimm dir gerne zwei Klötze oder gleich große Bücher unter die Hände. Es sollten dann nämlich die Hände flach zum Boden können. Und ohne, dass du mit den Beinen jetzt einen Kompromiss machen musst, ohne, dass die Knie beugen müssen. Entsprechend hab Höhe, vielleicht auch den Stuhl für die Hände, wenn die Beweglichkeit gar nicht da ist oder die Bewegung noch fremd ist. Und auch in der Haltung, wir lassen die Arme einen Moment gestreckt. Wir gehen jetzt zuerst auf die Füße. Gucken wir auf die gleichen Prinzipien, die wir eben schon hatten in den vorherigen Stehsequenz, vorherigen Haltung, Außenkanten der Füße. Zwei Magneten unter den Außenkanten ziehen dir die Außenkanten scharf nach unten, Innenoberschenkel entsprechend hoch. Außenkanten, Magnete unter den Außenkanten, Außenfersen. Beobachte, wie weit ist das im Becken als Reaktion spürbar mit den streckenden Beinen. Außenkanten runter, Innenoberschenkel strömen durchs Becken Richtung Decke. Eine Bewegung, die die Arme mitstreckt. Dann öffne die Handteller, lass die Halswirbelsäule oben. Den Kopf jetzt erstmal, so die Halswirbelsäule will Richtung Decke über dir. Handteller öffnen. Dann bring die Hände breiter auseinander als schulterbreit. Gerne mit Klötzen, wenn es dann braucht. Denn wenn die Ellbogen zur Seite gehen, haben wir noch einmal Außenrotation, Innenrotation. Innenachse, zieh nach vorne. Oberarm, der Bizeps dreht aus, dreht nach vorne. Weg vom Brustraum. Die Unterarme bleiben eingedreht. Und weiterlauf mit den Händen auseinander und immer wieder Oberarme drehen aus, Ellenbogen, die bleiben, die geben Widerstand. Auf die Weise komm dann tiefer. Das ist entscheidend, die Außenrotation. Die Innenachse zieht nach oben zu den Ohren. Ellbogen klappen nicht nach hinten zu den Beinen, sondern die Ellbogen drücken nach vorne zum vorderen Mattenrand, während die Oberarme kräftig ausdrehen. Beobachte, ob es den Schultergürtel weitet, den Schlüsselbeinbereich. Beobachte, es sollte diesen Schlüsselbeinbereich hoch bis zum Schulterdach richtig auseinanderziehen. Wenn der Innenoberarm hebt, die Innenachse in die Außenrotation, während der Ellbogen stehen bleibt. Ich zeige es nochmal. Vom Innenoberarm, von der Achsel ist es so eine Bewegung. Vom Ellbogen ist es die Bewegung.
Eine Bewegung, die den ganzen Schultergürtel aufzieht, weitet. Und wenn du es einmal gut genossen hast, dann bring die Arme langsam wieder enger, bring die Hände dann wieder unter die Schultern und strecke dann noch einmal die Arme aus. Und bring dann die Beine zusammen oder enger zusammen, hüftbreit maximal und komm nach oben. Wir schauen mal, ob wir so eine ähnliche Bewegung jetzt in Uttanasana Padmasana finden. Wenn wir jetzt die Beine weiten, Fußaußenkanten parallel, und wir bringen jetzt hier die Ellbogen zu den Seiten. Manche kennen das ja, wenn die Handinnenflächen zueinander drehen im Liegen. Da haben wir oft hier die Oberarme am Boden, Handinnenflächen zeigen zueinander und mit etwas Widerstand das Aufdrehen. Da haben wir auch wieder von der Hand die Außenrotation. Der Unterarm klappt nicht nach hinten, das heißt, er hält dagegen, während der Oberarm ausdreht. Wir haben diese dreifache Verschlingung. Oberarm dreht aus, Unterarm geht nicht mit, ne? Der Ellbogen, der klappt nicht nach unten, so wie eben auch der Ellbogen bleibt. Aber die Hand gibt dann nochmal den Impuls in eine Außenrotation. Wenn wir jetzt hier die Arme beugen, schauen wir, dass wir von der Innenachse, das heißt von dieser seitlichen Brust, Brustmuskulatur, das geht alles hoch. Bizeps dreht aus, aber der Ellbogen geht nicht mit. Der Ellbogen bleibt. Öffne von den Handtellern, so ein Dehnen und Weiten der Handteller. Wenn die Innenoberarme hochziehen, Ellbogen drücken wie auf zwei unsichtbare Tische. Ellbogen drücken nach unten, Innenoberarm zieht hoch. Innenachse hoch. Vielleicht zieht es dir den ganzen Bereich mit. Lass die Unterarme parallel zum Boden stehen. Die Unterarme stehen nur parallel zum Boden. Die gehen nicht nach oben. Na, wenn der Oberarm ausdreht, dann passiert leicht, dass der Unterarm die Finger Richtung Decke nach oben holen. Prüf wieder, dass der Unterarm wirklich nur parallel zum Boden steht. Und dann drehen die Handinnenflächen mit Widerstand, als würden sie etwas wegdrücken, so ein bisschen senkrecht nach oben zur Decke. Wir haben jetzt also, Oberarm dreht aus, Ellbogen bleibt stehen, Handinnenfläche drückt mit Widerstand auf. Und jetzt behalte diese Spannungszustände, wenn du die Arme so, auf die Art und Weise, langsam streckst. Es sollte dir den ganzen Rumpf, also wirklich den Brustkorb, den Rücken, mit in die Bewegung hineinnehmen. Es braucht diese Widerstände, die du aufrecht hältst. Wenn die Arme langsam strecken, es bleibt verbunden, bis vielleicht auch das Gesäß hochgezogen wird. Und wann immer deine Arme ganz gestreckt sind, es bleibt der Oberarm ausgedreht. Zum Schluss drehen die Handinnenflächen wieder ein, Oberarm dreht aus. Wenn der Oberarm ausdreht, es darf den Rücken mit ansprechen, hochziehen, ein Heben vom Rücken. Und wenn du soweit bist, lass die Arme nach unten und schließ die Beine. Jetzt gehen wir etwas tiefer in die Fußarbeit für den Schultergürtel. Wenn wir die Füße so zusammenbringen, vielleicht den Ballen, die Zehen so etwas nach vorne dehnen, mit den Zehen nach vorne laufen, Fersen bleiben am Platz. So als wollten die Ballen und die Zehen einfach weglaufen, aber so eine Leine. Also der Fuß hält die Zehen noch bei den Fersen. Dehne die Füße nach vorne, wenn du abwechselnd nach vorne läufst. Und vielleicht merkst du auch, der Ballen, wenn er wieder aufsetzt, wenn die Zehen wieder aufsetzen, mit der Zeit gibt es da etwas mehr Aktionsspielraum. Dass die Ballen sich kräftiger nach vorne drücken lassen. Dass die Zehen sich kräftig nach vorne strecken, während sie den Boden zum Boden kommen, dem Boden näher kommen. Und wenn du so eine Weile gelaufen bist und die Zehen sich etwas verlängert gestreckt haben, stehe einen Moment im Tadasana und nimm nur wahr diesen langgezogenen Fuß. Rechts, links, vielleicht auch im Bein, im Becken, vielleicht gibt es dann ein Echo, eine Reaktion.
Dann spür deine großen Zehen. Nimm wahr, die großen Zehen und auch der Übergang von den großen Zehen, dieser Nackenbereich, große Zehe zum Ballen hin. Diese ganze Strecke großer Zehe, Großzehenunterseite, nimm wahr im Kontakt zur Matte. Und bring dann die Verbindung mental große Zehe, Ferse. 2-3 Mal geh diese Strecke durch, spür die große Zehe, die Länge der großen Zehe am Boden und dann strecke nach hinten zur Ferse. 2 Magneten unter die Fersen. Fersen werden kräftiger nach unten gezogen, das darf das Gesäß mehr anspannen. Fersen ein Stockwerk tiefer. Dann, wenn die Arme in Schulterlinie kommen, drehe sie erst aus. Und für Namaskarasana, nachdem die Arme gut ausgedreht sind, spreiz die Handteller, Schulterblätter an die Rippen. Und jetzt drehen wir ein, um die Handrücken hinter den Rücken zusammenzubringen. Wenn die Hände an der Brustwirbelsäule oben sind, zwischen den Schulterblättern, dann bring die Handflächen zusammen und drück mit der Kleinfingerseite die Brustwirbelsäule hoch. Wenn du die Brustwirbelsäule hochdrückst mit der Kleinfingerkante, starre nach hinten, Schultern, diesen ganzen Schulterkomplex nimm mit nach hinten, Fersen, Magnete nach unten. Das heißt, wir lassen jetzt hier den Rücken schön aufgefüllt, wir gehen nicht ins hohle Kreuz, wenn die Schultern nach hinten heben. Und zwar nicht nur die Außenschulter, sondern diese gesamte Struktur. Die Brustmuskulatur wird hier gut gedehnt und gehoben. Und die gesamte Struktur geht nach hinten. Der Oberarm, dieser ganze Schulterknochenbereich, alles geht mit nach hinten. Und dann nochmal die Fersen. Fersen einen Stockwerk tiefer. Kleinfingerkante drückt die Brustwirbelsäule hoch und die Fersen werden in die Erde gezogen. Es darf jetzt den Bauch tief zum Rücken hinziehen, Vorderseite zur Wirbelsäule hin, nach innen und hoch. Und dann, wenn du langsam löst, rutsch nach unten und lass die Arme einfach leicht nach oben kommen. Handinnenflächen zur Wand hinter dir, den unteren Rücken nimm mit nach oben. Und von da aus die Arme über die Seiten nach unten. Und dreh die Arme dann ein. Gut. Jetzt kommen wir einmal zum Liegen. Und zwar, wir legen uns auf den Bauch. Und gehen jetzt hier, die Fußrücken drücken nach unten. Wir bringen die Hände zusammen. Und auch hier, die Handflächen wollen zusammenbleiben. Wenn die Schultern nach hinten, nach Richtung Füße gezogen werden, ist es auch eine Aufwärtsbewegung. Das heißt, wir haben von der Innenachse diese Bewegung hoch, die gesamte Schulterstruktur geht mit nach oben und dann nach hinten. Fußrücken, die Fußrücken öffnen. Große Fußrücken für einen Verlängern im unteren Rücken und das Reinnehmen vom Steißbein. Steißbein zieht zum Boden, der untere Rücken wird schön aufgefüllt, wird nicht eng, sondern breit. Obwohl und während, nicht obwohl, sondern während wir jetzt schon die Hände gefaltet haben, Schultern, Außenschultern nach oben, Innenachse zieht hoch und dann Richtung Füße. Kehle weich. Dann lass die Arme einfach los und schau, wie weit geht es nach vorne. Nimm die Flanken mit nach vorne und bring die Handflächen rechts und links unter die Schultern. Gib die Schultern durch die Hände ab. Gewicht aus den Schultern durch die Hände. Sodass die Schulterblätter tiefer in den Rücken gehen. Und das geht jetzt hier gar nicht um ein Bhujangasana, sondern vielmehr, dass du merkst, Schultern, Verbindung, Hände, Gewicht aus den Schultern durch die Hände. Der Bauch wird länger. Bauch gibt nach und die Brust zieht nach vorne. Also sie wird nach vorne gehoben. Nicht nach oben, sondern nach vorne, weg von den Hüften. So, die Schulterblätter gleiten tiefer in den Rücken. Öffne die Handteller.
Kurz kommen Adho Mukha Virasana, Knie geöffnet, großen Zehen beieinander. Und wenn du das Bedürfnis hast, alternativ Vajrasana, das heißt die Knie sind ganz zusammen und von da aus in Balasana, dann sind die Handrücken am Boden. Das ist für den Rücken nochmal etwas mehr dehnen, strecken, lösen. Alternativ, wenn Balasana die Haltung ist, müssen die Knie zusammen sitzen, ist das Vajrasana und da sind dann die Handrücken am Boden. Dann komm noch einmal auf den Bauch. Beginne jetzt mit den Fußrücken, wenn die Fußrücken am Boden sind. Zwei Magnete unter den Fußrücken. Und schau mal, ob das Gesäß reagiert, ob das ganze Becken darauf reagieren kann. Magneten unter den Fußrücken, Fußrücken gehen ein Stockwerk tiefer. Gibt es ein nach oben heben vom Bauchnabel Richtung Rücken? Wenn die Fußrücken so einen Magneten unter den Fußrücken kräftiger an den Boden kommen. Lass da ruhig die Stirn noch auf den Handrücken. Im ersten Schritt gucken wir nur auf die Füße und beobachte, wie diese Aktion über die Füße, das Bein, das Becken, den Rücken, den Bauch, wie weit die Kettenreaktion angestoßen wird. Fußrücken nach unten. Dann, wer jetzt hier geübt ist, von den Innenfersen, die Strecke Innenknöchel zu den Innenfersen, dehnen die Innenfersen weg von den Innenknöcheln, dann gehen die Innenoberschenkel mehr Richtung Decke hoch und werden auch länger, also nicht die Innenoberschenkel, es wird länger im Rücken. Fußrücken runter, Innenfersen dehnen weg von den Innenknöcheln. Und dann bring die Hände wieder nach hinten, im Bereich vom Becken, falte die Hände. Und wenn du sie jetzt einfach so gefaltet hast, probier mal die Hände andersrum zu falten, ob sich das ungewohnt anfühlt. Wenn das eine ungewohntere Art ist, dann bleib in der Weise. Wenn du bewusst die zweite Seite gefaltet hast, ist ja immer ein kleiner Finger unten, also die andere Seite. Und jetzt nochmal Fußsohlen, öffne die Fußsohlen, Fußrücken, Magnete ziehen in den Boden, dann heb die Innenachse, heb die Oberarme hoch, und dann werden die Hände nach hinten zu den Füßen gezogen. Füße, Fußrücken öffnen. Und jetzt, wenn du möchtest, bring die Beine etwas in die Luft. Gar nicht viel, aber so ein wenig. Fußrücken öffnen. Dann löst die Arme. Lass die Arme wieder nach vorne fliegen. Fußrücken wieder zum Boden. Bring jetzt die Hände weiter nach vorne, jetzt schon etwas mehr Richtung Bhujangasana aufgestellt, die Handinnenflächen. Bring die Handinnenflächen zum Boden und hab sie auch etwas breiter als Schulterbreit. Ellbogen gebeugt, lass die Ellbogen noch gebeugt. Und jetzt haben wir nochmal die Wiederholung, erinnert? Wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht. Vom Innenoberarm, Innenachse Richtung Decke. Außenoberarm zieht nach unten, aber der Ellbogen, der klappt nicht nach unten. Der hält, da ist der Widerstand. Wir haben also wieder vom Oberarm die Außenrotation, der Ellbogen hält dagegen, Unterarm Innenrotation. Hand sind wir jetzt auch mehr in der Innenrotation, Daumenballen. Spreizt den Bereich vom Daumenballen und auf die Art können eventuell die Arme strecken. Eventuell, weil diese Spiralen bleiben in den Armen. Und wenn dann die Fußrücken, wer die Haltungen schon kennt, Magneten unter die Fußrücken, wenn du noch integrieren kannst, Fußrücken, Fußsohlen öffnen, Innenfersen lang, Innenfersen weg von den Innenknöcheln. Das heißt, wir arbeiten uns spiralig in das Bhujangasana. Dann zieht es das Brustbein schon nach vorne. Dann sollte der Rücken sehr, sehr lang sein. Es geht um die Außenrotation des Oberarms, die Innenrotation des Unterarms, was uns die sinnvollen Griffe in den Rücken möglich macht. Nämlich Streckung. Und dann komm wieder zurück. Geh in Adho Mukha Virasana oder in Balasana. Deinem Rücken entsprechend entweder die Seiten der Flanken auf die Knie
in Adho Mukha Virasana. Oder die Knie ganz geschlossen, Füße geschlossen, Handrücken zum Boden. Nimm den Atem wahr. Und dann beobachte auch, wenn das Becken mit den Ausatmungen jetzt sinkt in die Fersen, weich der Bauch, ob hier der Rücken loslässt, noch mal ein Stück weiter aufgeht, weich, weit gelöst. Dann haben wir auf dem Rücken für Setoband. Wir haben so Bücher oder Klötze, zwei Klötze an der Zahl. Und wenn du hast, den Gurt, gerne den Gurt. Wir gehen erst im Fluss und dann gehen wir kurz, eventuell mit gestreckten Beinen und die Füße um den Gurt. Ich zeige mal beide Teile, wie wir anfangen und wie uns dann der Gurt unterstützt. Zu Beginn sind die Beine gebeugt und wir greifen nochmal die Spirale der Arme auf. Die Oberarme drehen aus. Wieder haben wir diesen Innenachselbereich, der Richtung Ohren geht. Die Oberarme, die dann ausdrehen. Hier ist die Tendenz, wenn der Unterarm einfach nachgibt, der Unterarm klappt Richtung Ohren auf und geht auch so ein bisschen auseinander. Wir halten aber die Unterarme, drücken sie eher Richtung Füße, aber Innenachseln hoch Richtung Ohren. Also wir arbeiten hier an Länge des Oberarms. Handteller öffnen. Und vielleicht, wer damit vertraut ist, vielleicht merkst du, dass das Öffnen der Handteller genau diesen Zusammenhang schon aktiviert. Innenachseln Richtung Ohren, Oberarme drehen aus und so fort. Dann wirst du langsam, lass die Innenachsel oben, lass das Schulterdach. Einfach nur schauen, wie weit lassen sich die Arme Richtung Boden bewegen und das bleibt. Und wenn du hier sehr genau bist, ist es nicht so einfach, den Unterarm zu strecken. Und das wird dir die ganze Flanke strecken. Das ist so die Basis, bevor die Fußsohlen öffnen und dich in die Schulterbrücke bewegst. Das heißt Chaturbhujasana. Chaturbhujasana, eine Variation von Setobandha. Vier Füße, Schultern und Füße. Chatur, vier. Und dann gehen wir mit den Klötzen im zweiten Teil unter das Becken. Bringen den Gurt um die Fersen. Die Arme möglichst gestreckt und die Füße drücken nach außen gegen den Gurt und stoßen auch in den Gurt, wenn die Beine mehr oder weniger strecken. Ob die Beine strecken, hängt davon ab. Erinnere, als du auf dem Bauch lagst, wie stark diese Streckung im Rücken ist, es ein Längen, ein Lösen, im Bauch ein schönes Dehnen möglich ist. Kein Ausweichen vom Rücken nach oben, kein hohes Kreuz, sondern es ist ein Öffnen in der Haltung. Also, Gurt, hab den Gurt griffbereit. Ups. Die zwei Klötze griffbereit. Und beginne erstmal mit den aufgestellten Oberarmen und den aufgestellten Füßen. Die Füße sind hüftbreit, Fußaußenkanten parallel. Und dann gib dir einen Moment Zeit, erstmal zu in der Wahrnehmung ganz präzise zu werden. Wie viel Kontakt im oberen Schulterbereich, Außenschulterbereich ist zum Boden? Wo verliert sich der Kontakt, Schulterdach zur Matte? Dann das Gewicht des Oberarmes. Nimm wahr, wo der Oberarm richtig schön satt in der Matte steht. Die Schwere. Innenachsen ziehen jetzt nochmal kräftig hoch zu den Ohren. Und es gibt so eine gewisse Spannung auch in den Schultern. Achte darauf, dass die Schulterblätter dann breit in der Matte gehalten sind. Wir bauen jetzt ganz viele Widerstände auf. Wir fangen jetzt an wie so ein Tanmatra, ein Netz, Tan, das Netz.
ein Netzwerk zu entwickeln. Die Kommunikation im Netz, aus den Armen, über die Schultern, in den gesamten Körper. Handteller öffnen. Und das ist individuell. Vielleicht braucht es einen Moment, bis diese Verbindungen noch ein bisschen tiefer gehen können oder bis du sie wahrnimmst. Je nachdem, bis was passiert in deinem Körper. Beobachte, wo die Reaktionen sind und achte dabei drauf, der Rücken bleibt hier erst noch lang, die Oberarme werden länger, Schultergürtel breiter. Und das bleibt auch, wenn du die Unterarme jetzt langsam Richtung Boden bringst. Halte diese Schulterdachregion, da oben, wo gerade noch Kontakt ist, gut auf der Matte. Wenn die Unterarme jetzt Richtung Hüften kommen, es werden die Oberarme gedehnt. Halte das Schulterdach dafür, halte die Innenachse zu den Ohren gezogen. Ähnlich wie im Prasarita Padottanasana, in der Grätsche, als ihr in der Vorwärtsbeuge wart, Beine gegrätscht und ihr habt die Hände immer weiter nach außen gebracht. So auch hier. Beobachte, wie vielleicht auch die vordere, den Schlüsselbeinbereich, vordere Brust-Schulterregion hier ganz gut aufgedehnt, aufgespreizt und gleichzeitig auch gegriffen ist. Und wenn dieser Brustraum wie eine gespannte Feder ist, öffne die Fußsohlen, stoß die Fersen nach unten und komm in einen Chattus, komm in diese Variation von Setu Bandha. Es bleiben die Oberarme so lang gezogen, so wie verlängerte Gummiseile. Und die Unterarme, die Richtung Boden arbeiten, aber das Schulterdach oben bleibt unten. Eine Bewegung, die dir die seitliche Brust nochmal kräftig aufspannt, streckt. Den Brustraum aufspannt, hebt. Lass die Halswirbelsäule fließen, weg von der Brustwirbelsäule. Hinterhaut löst sich, weg von den Schultern. Und dann, wenn die Fußsohlen öffnen und das Kreuzbein tief in den Körper rein und damit nach oben zur Decke kommt, noch einmal die Arme. Öffne die Handteller. Schau, kommen diese Bewegungen, wenn du die Handteller öffnest. Wie geht der Atem? Und dann nach und nach. Löse es auf und bring die Klötze unter das Becken. Auch gerne hier, wenn das Becken dann auf die Klötze kommt, schieb die Haut vom Kreuzbein mitsamt den Klötzen etwas Richtung Füße. Heißt also, wenn da schon etwas Gewicht drauf kommt, schieb die Klötze ein wenig Richtung Füße, um nochmal Streckung zu verstärken, bevor der Gurt in die Füße kommt, in die Ferse. Im zweiten Schritt sind die Füße hüftbreit, weiterhin hüftbreit gespreizt, geöffnet. Den Gurt so gegriffen, dass die Arme strecken. Und wenn die Füße in den Gurt stoßen, drück sie auch gleichzeitig gegen den Gurt nach rechts und links. Prüfen vielleicht, wo stehen die Füße. Und dann Farbe fort. Auch diese Bewegung ist eine, die den Rücken streckt, die die Bauchhaut streckt und den Brustraum weitet, öffnet. Lass den Atem fließen. Kehle weich, Kehlkopfregion weich, lass sinken. Und auch hier die Halswirbelregion, Halswirbelsäule fließt Richtung Hinterhaut, weich und lass sinken.
Beobachte die Leisten, Innenleisten, Außenleisten. Außenleisten heben Richtung Decke, ein Lächeln in den Innenleisten, lass sie weit werden. Es ist nicht nur, dass die Innenleisten nach innen tiefer in das Becken und Richtung Boden gehen damit oder umgekehrt über die Innenrotation tiefer ins Becken, sondern sie bleiben offen. Es ist wie ein Lächeln, breite Leisten. Und wenn du am Gurt ziehst, zieh am Gurt und die Schulterblätter tiefer in den Rücken, an die Rippen, den Brustraum, in die Tiefe zu weiten. Und natürlich auch über diese Spannung zwischen Füßen und Gurt, um das Becken aufzurichten und diesen langen Rücken zu garantieren. Und dann langsam, wenn du auflöst, beug die Beine etwas, drück die Füße noch gegen den Gurt, hab noch ein bisschen Spannung im Gurt, so dass du den Rücken nicht wie schnappen lässt, sondern über das Auseinanderdrücken des Gurtes diesen Raum im unteren Rücken erhältst, wenn du dann langsam die Beine aus dem Gurt im nächsten Schritt herauslöst und aufstellst. Also wir gehen sozusagen stufenweise, aber in fließendem Übergang zwischen den Treppen aus der Haltung raus, um die Räume zu behalten. Und vor allen Dingen, es ist, gerade wenn man auch vom Rücken her Thema hat, das Rausgehen aus der Haltung eine sehr wichtige Sequenz. Es ist wirklich wie eine ganze Sequenz für sich. Wie gehe ich aus der Haltung raus, um die Qualität mitzunehmen und nicht irgendwo zuzuschnappen und mir vielleicht sogar weh zu tun. Dann heb das Becken und Plätze beiseite und wenn du dich langsam abrollst, kann der Bauch sich zum Rücken entspannen. Kannst du das Gesäß noch etwas zurückhalten, so das Gesäß kommt ganz zum Schluss, oberer Kreuzbeinrand. Und dann erst so langsam rollt das Becken, das Gesäß dann auch ab. Auch hier, es ist eine fließende, bewusste Bewegung aus der Haltung heraus, um nicht von einer geweiteten, geöffneten Position wie so ein Türschloss, das zuschnappt, wieder zurückzuschnappen in eine Kompression. Ja, sind diese Momente sehr wichtig. Und dann schau mal, wenn die Beine beugen, ob du vielleicht von den Klötzen seitlich stützen möchtest oder ob es das nicht braucht. Und zwar, wenn du die Beine zu Svastikasana beugst. Hier am Anfang im Sitzen, jetzt im Liegen und gern die Klötze so schräg dagegen. Das ist auch immer ganz schön, auch für Shavasana schön, die Beine so zu stützen. Jetzt geht das hier nochmal vom Becken her nach unten, das kann richtig abtauchen. Der Rücken kann breit und lang werden. Und wenn die Arme zu den Seiten kommen, die Knie so gestützt sind, ist das auch für die Knie eine ganz schöne Unterstützung. Also es sind ja eigentlich die Oberschenkel, Unterschenkel gestützt. Und damit ist man gehalten in dieser regenerativen Haltung.
Wenn man ganz offene Hüften hat und wenn es für den Rücken gut ist, kann man die Klötze auch weglassen. Aber probiert mal die Unterschiede aus. Wo seid ihr besser aufgehoben, wenn die Haltung passiv ist? Handinnenfläche Richtung Decke und einen Moment. Nimm einfach wahr. Spür die Qualität dieser Haltung. Beziehungsweise spür dich. Und dann kreuzt die Beine auch nochmal anders herum. Also der andere Fuß, anderes Schienbein ist vorne. Das haben wir vorhin im Sitzen nicht gemacht. Dann zum Abschluss, nimm die Klötze beiseite, streck die Beine noch einmal aus. Vielleicht braucht es eine Rolle unter die Knie oder etwas, vielleicht für die eine oder andere Kopfhöhe. Nicht für jeden Menschen braucht es Kopfhöhe, manchmal ist aber die Kopfhöhe wirklich notwendig, um guten Ausgleich zu geben. Das ist dann das Hilfsmittel, das Yoga-Hilfsmittel. Nimm wahr die Unterlagen unter dir. Wenn möglich, die Arme auszudrehen, Handinnenflächen Richtung Decke, sodass du nochmal dem Schultergürtel viel Raum und Kontakt vom oberen Rücken, vom Schulterblattbereich zum Boden geben kannst. Spür, wo die Fersen den Boden berühren, die Unterlagen. Entspanne die Füße und lass die Fersen tiefer sinken. Die Waden im Kontakt zum Boden, zur Matte. Lass breit werden. Entspanne. Der Bereich zwischen Fersen und Waden, es sind viele Lymphe in diesem Achillessehnenbereich. Weich, lass sinken, lass fließen. Und dann noch einmal die Waden breit. Lass durch die Waden fließen, Kniekehlen breit. Lass weit werden die Kniekehlen und lass sinken. Die Oberschenkel dort, wo sie den
Boden, die Matte berühren. Nimm die Fläche wahr. Gib das Gewicht dort in den Boden ab. Lass gehen. Auch der Bereich, wo die Oberschenkelrückseiten und das Gesäß verbunden sind und wo kein Kontakt oder weniger Kontakt zum Boden ist, lass diesen Bereich in Richtung Boden sinken, entspannen. Die gesamte Beinvorderseite lass fallen in die Beinrückseiten. Von oben nach unten lass los. Becken breit und schwer sinkt in den Boden. Weich. Beckenkamm, Übergang zum unteren Rücken. Lass sinken, lass schwer in den Boden sinken. Und auch der untere Rücken, entspanne zum Boden hin. Jetzt nimm wahr die Hüftknochen, Darmbeinstachel, so dieser Bereich, bei schlanken Menschen sieht man den immer so etwas hervorstarksen. Von den Darmbeinstacheln, die jetzt Richtung Decke zeigen, lass nach rechts und links auseinander und zum Boden hin gehen. Lass die vorderen Hüftknochen voneinander wegsinken und Richtung Boden lass los. Unterbauch, mittlerer Bauch wird weit. Oberer Bauch wird weit. Wenn die Hüftknochen voneinander weg und zum Boden sinken, lass den Bauchraum von der Mitte her zu den Seiten hin weit werden. Und zum Boden lass gehen. Der obere Rücken, dort wo deutlich Kontakt ist, lass ganz schwer werden, lass tiefer sinken. Auch die Schultern, die Arme, schwer, lass tiefer sinken. Handgelenke entspannt, Hände gelöst. Entspannt. Weich der Kehlkopfbereich, breit und gelöst, lass sinken zum Boden. Auch der Unterkiefer, er sinkt etwas weg vom Oberkiefer, breit, lass los. Von den Wangen lass fließen Richtung Ohren. Weich. Und dann von der Mitte des Gesichts nach rechts und links lass die Gesichtshaut weit werden. Zu den Seiten hin lass fließen. Lass weit werden. Augen weich Richtung Hinterkopf.
Und dann langsam komm wieder zurück. Spür deine Hände, die Füße. Vielleicht kleine Bewegungen von Händen und Füßen. Vielleicht ein, zwei tiefere Atemzüge. Und wenn du soweit bist, roll dich langsam auf deine rechte Seite. Und komm dann in deiner Zeit zum Sitzen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.